Willkommen aus dem Rhein-Ruhr-Express, willkommen aus Köln. Ich begrüße euch ganz herzlich in diesem Szenario von meinem guten Freund, dem lieben Tom, der das Szenario gebaut hat. Dazu gleich alles mehr. Wir rüsten einmal auf, Türen links auf. Einmal das Licht im Fahrgastraum an und das Zugziel stellen wir jetzt einfach mal auf aus. Genau. Ja. Die Zugbremse lösen wir schon mal so ein bisschen leicht an. Okay, das Szenario ist ein, in diesem Sinne so leicht fiktiv, beziehungsweise das Repaint. Ja, das Repaint ist ehrlich gesagt nicht mal so wirklich fiktiv, denn es gab mal tatsächlich einen Flirt 1, der in dieser Lackierung unterwegs war. Und das spielen wir jetzt hier nach. Wir spielen im Grunde genommen, wir fahren im Grunde genommen mit dem RE1. Einmal von Köln runter bis nach Aachen. Das Szenario gibt es im Creators Club, glaube ich, meine ich. Ich meine, das gibt es ja immer noch. Wir gucken uns einmal ganz kurz hier im Bahnhof um. Also wie immer einfach extremst viel los, ne? Das ist schon immer ganz, ganz große Klasse, was er da hinbekommt, ne? Ah, hier ist auch noch ein Intercity. Herrlich. Okay, Bremsen einmal lösen. Und auf geht's. So, ausfahren dürfen wir mit 60. Das Repaint gibt es nicht im Creators Club, weil der Flirt nicht im Creators Club erlaubt ist, nicht verfügbar ist. Aber das Repaint gibt es, glaube ich, dafür im Railsim Forum, meine ich, habe ich das mal hochgeladen. Und der Link dazu dann in der Videobeschreibung. Schön, wie viel hier los ist, ne? Also da kann man wirklich... Das sieht schon aus nach Köln, ne? Hier auch eine S-Bahn, da links kommt noch ein Intercity angefahren. Kommt wohl gerade so aus Richtung Koblenz. Naja, auch hier dieses Überwerfungsbauwerk hier auf der linken Seite, das sind die Gleise, die dann Richtung Koblenz führen. Und wir dürfen ab hier dann 80 fahren. Nehmen wir mal die Leistung runter und gehen schon mal auf die 80 mit dem Geschwindigkeitsvorwähler und geben jetzt Zugkraft. Der Zug ist aus dem Add-on von Rivet Games, nämlich Luzern-Sursee. Da wurde ja ein Flirt der ersten Generation mitgeliefert, ein Flirt 1. Und das ist halt der Zug. Natürlich hier dann heute mal fiktiverweise ohne PZB unterwegs. Oder LZB. Auch keine SIFA ist dabei. Na, das ist klar. Ja, ich dachte mir, das ist doch... Also ich habe das Szenario schon mal gezeigt. Ich glaube, ich bin es mal vor Ewigkeiten in einem Livestream gefahren. Aber noch nie so als Video hier gehabt. Insofern, warum das Ganze mal nicht einmal aufnehmen. Es ist ja ein sehr, sehr schönes Szenario. Ein bisschen älter jetzt schon, ne? Also ein ICE-1 wird uns jetzt zum Beispiel nicht entgegenkommen. Das war noch im Grunde genommen ein TSW-2-Szenario, glaube ich. Also nicht glaube ich, sondern das war definitiv eins. Ja. Also das Rollmaterial ist dann halt... Also eine 110 mit Endwagen oder so werden wir jetzt auch hier nicht sehen. So. Was wir aber jetzt sehen werden, ist der nächste Bahnsteig, nämlich Köln-Ehrenfeld. Köln-Ehrenfeld. Und deshalb bremsen wir schon mal langsam rein. Gucken, dass wir mit 60 am Bahnsteigsanfang sind. Und halten jetzt hier an. Ja,
So. Einmal auslösen. Und anhalten. Türen auf. Und wir gucken uns einmal um. Hier in Köln-Ehrenfeld. Köln-Ehrenfeld, das sagt mir doch irgendwas. Was ist in Köln-Ehrenfeld? Irgendwas Berühmtes. Köln-Ehrenfeld. Ah, in Köln-Ehrenfeld ist doch das Studio von vom ZDF-Magazin von Jan Böhmermann. Müsste doch, glaube ich, Köln-Ehrenfeld sein, ne? Für das Streetband wird übrigens auch diese Logomod benötigt, ne? Falls das, damit auch hier das Ruhr-Express-Logo dabei ist. Ja, so sieht's hier aus in Köln-Ehrenfeld. Großer Parkplatz. Fahrradständer. Okay. Zurück in den Führerstand und Türen schließen. Bei mir so ein Fahr- und Bremsschalter, ne? Hier der Bereich ist Fahren, der Bereich ist Bremsen. Wir fahren hier unter 15,8 kV. Und gehen mal hoch auf 100. Oh, ich weiß gar nicht, was die Höchstgeschwindigkeit ist von dem Zug. Sind das 160 tatsächlich? Das müsste doch hier irgendwo stehen. Von Max 160, Tatsache. Krieg da hin. Dann einmal ganz hoch. Leistungshebel runterdrücken und auf geht's. Und als nächstes halten wir dann in Horrem, aber erst in 14 Kilometern. Also fahren wir jetzt erstmal ein ganzes Stück. Und beschleunigen. Ja, der Flirt, gebaut von Stadler. Flirt 1er sind jetzt, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen nicht so oft, zumindest nicht in dieser Gegend hier unterwegs. Wobei es ein paar von denen gibt. Die Eurobahn besitzt, glaube ich, Flirt 1er. Ansonsten fährt halt in Nordrhein-Westfalen vor allen Dingen auch sehr, sehr viel. Okay. Da ist wieder irgendwie so ein komischer Fall von Lightbaking. Ansonsten fährt halt in Nordrhein-Westfalen zu einem großen Teil, zumindest auf der S-Bahn Rhein-Ruhr, fährt sehr, sehr viel Flirt 3 durch die Gegend. Auch der RE42 ist, glaube ich, ein Flirt 3. Flirt 1er, ja, gibt es auch ein paar, aber ich glaube, wie gesagt, prinzipiell eher weniger hier so in dieser Gegend, sondern mehr so in Richtung, ja, mehr so in Richtung Westfalen. So, Signal war okay, ja, interessant. Also auf jeden Fall wieder sehr viel KI-Verkehr unterwegs. Man braucht wohl die ein oder anderen DLCs für das Szenario. Auf jeden Fall die Baureihe 101, Luzern-Suchsee, vermutlich Main-Spessart-Bahn, Köln-Aachen. Gut, Köln-Aachen hat ja eh jeder. Wobei jeder, nur jeder, der TSW 2 auch hatte. Ne, mit TSW 3 ist ja eine andere Strecke mitgekommen. Hier die 423, die hier langfährt, ist aus dem S-Bahn München. Nee, gar nicht. Das ist, glaube ich, die New Journeys 423, oder? Nee, das ist die S-Bahn München-Variante.
glaube schon. Es gab ja auch mal eine 423, die ist ja mit diesem New Journeys Add-on dazugekommen. In S-Bahn Köln Lackierung. Wobei der Innenraum da jetzt nicht verändert wurde, sondern nur das Repaint. Okay, Vorsignal ist grün, das gefällt mir. Wir ziehen hier am nächsten Bahnsteig weiter. Wir können mal am nächsten Bahnsteig können wir mal einmal durch den Zug wandern. Der Innenraum ist halt jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form angepasst, ne? Sondern der Innenraum, das ist weiterhin von der SBB. So, 2,8 Kilometer noch, dann sind wir in Horrem. Und da wird uns eine 80 vorsignalisiert. Also würden wir jetzt theoretisch PZB wachsam drücken und bremsen. Und vermutlich bei den Bremseigenschaften eine Zwangsbremsung gerade bekommen. Aber die kriegen wir ja nicht. Weil wir ohne PZB fahren. So. 80 sind fast erreicht. Und da ist auch schon der Bahnsteig von Horrem. Oh, wir beschleunigen. Das wollen wir nicht. Und wir halten an. Gucken wir mal, dass wir da an der Bahnsteigsüberdachung anhalten. Beziehungsweise hier an der Haartafel. Ja, ich glaube, das passt auch ganz gut. Ja, das passt. Achso, wir wollten einmal hier durch den Zug wandern. Ja, aber da kennen wir halt die Polsterung, das ist halt von der SBB. Ja, sieht aber schön aus. Tür zu. Und Türen außen zu. Dann wieder hoch auf die
Ja, ich glaube, gleich dürfen wir eh wieder 160 fahren. Sobald wir den weichen Bereich passiert haben. Ja, das ist jetzt der Fall. Und dann halten wir in 20 Kilometern in Düren. Einmal Leistung komplett. Den Leistungshebel auf komplett Vmax stellen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kommt uns ja noch eine Intercity entgegen oder ein ICE, vielleicht ja sogar noch ein Güterzug. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Auf der Strecke war ich persönlich auch schon das eine oder andere Mal im echten Leben unterwegs. Unter anderem im RE1 als Rhein-Ruhr-Express zwischen Köln und Aachen. Auch schon mal im Fernverkehr unterwegs gewesen zwischen Köln und Aachen und dann Richtung Belgien, ne? Der ICE International fährt ja unter anderem auf der Strecke, der ICE mit dem blauen Streifen, in dem ich auch schon mal drin saß, tatsächlich. Zweimal. Und beim zweiten Mal, als ich da drin saß, ist der Zug aber dummerweise ausgefallen. Und da musste ich halt in Köln Hauptbahnhof 1 bis 2 Stunden auf den nächsten warten, auf den nächsten ICE, der dann nach Brüssel fährt. Tja, wenigstens war das Wetter gut. Also konnte dann draußen auf dem Bahnsteig sitzen, konnte mir die ganzen Züge angucken. Unfreiwillig, aber warum auch nicht. Irgendwie ist das halt so, bei Zugverspätung merkt man dann, irgendwie muss man ja mit dieser zusätzlichen Lebenszeit, die jetzt in irgendeiner Form ja verschwendet wird, irgendwas muss man ja damit anfangen, sinnvollerweise, ne? Und dann, ja, was macht man dann in der Zeit? Man schlendert vielleicht durch den Bahnhof durch, kauft sich dann Brötchen, geht da vielleicht durch einen Buchladen, hört seinen Podcast. Oder man nutzt die Zeit und guckt sich einfach Züge an. Und das geht gerade bei Köln Hauptbahnhof sehr, sehr gut. Ne? Oder man trainspottet sogar, wenn man eine Kamera dabei hat. Die ich auch dabei hatte, aber glaube ich nicht genutzt habe. Würde euch das interessieren eigentlich, ab und an mal so ein paar Real-Life-Aufnahmen zu sehen, die ich mal so gemacht habe? Also ich mache das nicht besonders oft. Ich trainspotte jetzt nicht. Das ist jetzt nicht mein Hobby, ehrlicherweise. Da fahre ich die lieber virtuell. Ich gucke mir sehr gerne Züge an, aber also richtig so zum Trainspotten, das habe ich halt nie so wirklich gemacht, aber trotzdem habe ich im Laufe der Jahre die ein oder anderen Aufnahmen dann doch anfertigen können. Wusste aber nie so ganz, was ich damit machen soll. Stellt sich halt die Frage, wird das hier jemanden interessieren, wenn ich mal ab und an mal ein Video hochlade mit echten Zügen? Wäre das was? Falls ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Oder auch, falls nein, wenn es heißt Trains and Play, bleibt lieber bei den virtuellen Zügen. Dann könnt ihr mir das auch gerne mal sagen. Okay, 12 Kilometer noch. Was ist denn mit den Büschen hier los? Die zittern ja richtig. Wir können wie immer natürlich hier mit unserer God-Mode da selbst ins Geschehen eingreifen. Ihr seht auch übrigens hier, ne, so kann man auch ganz gut beobachten, wie sich live die Windstärke die ganze Zeit verändert von alleine. Das mache ich nicht, ne, das passiert von alleine. Ganz interessant. Da ist wieder eine S-Bahn. Was wir auch ganz schön sehen, ist hier die Zickzack-Oberleitung, an die gedacht wurde. Ne? Oh, da kommt uns ein Regionalexpress entgegen. Sehr schön. Können wir euch das Fenster aufmachen?
Achso, das war ja. Ja. Ach, sehr gut. Hier haben wir tatsächlich sogar noch eine Sonnenblende. Hier auch. Auch hier an der Seite. Hier ebenfalls alles interaktiv. Auch hier Stellwerk kontaktieren kann man über das Telefon interaktiv machen. Hier hinten sind sonst keine Schalter, die bedienbar sind. Aber man kann auch tatsächlich das Fenster. Hier, achtet mal hier auf das Seitenfenster. Zack. Kann man tatsächlich ausfahren. Auch das finde ich ist ein ganz hübsches kleines Gimmick. Okay, also. Jetzt haben wir noch ungefähr Pi mal Daumen so 4 Kilometer vor uns. Hier noch eine S-Bahn. Schauen wir mal. Moin, Kollegin. Können mal hier einen Blick auf die Streckenkarte werfen. Hier vorne, da ist Köln. Das Aachen. Also ungefähr, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte schon hinter uns. Und noch eine S-Bahn. Ey, da Daus, hier ist ja wirklich viel los. Wenn es nur in Realität so viel S-Bahn-Verkehr gäbe. Na, ich glaube, ich lasse das Licht an. Das gefällt mir ganz gut. So, oh, noch 1 Kilometer. Wir müssen jetzt mal abbremsen. Hätte ich jetzt beinahe irgendwie vergessen. Oh, oh. Ey. Wenigstens noch vor dem Signal, ne? Ja, leicht überschossen. Was hier ganz interessant ist, sind hier noch die Gleise. So. Ja, so eine Art Abstellgleis. Parkplätze. Schmierereien. Das sieht ein bisschen aus, als sei das so eine angedeutete Bushaltestelle. Okay, Tür zu. Moment, wie war das dann noch gleich hier? Wir hatten jetzt, glaube ich, eine Schnellbremsung. Na? Wie war das dann noch gleich? Fahrtrichtungswende ist aber noch in Vorwärtsstellung. So. Jetzt dich lösen. Na Moment, okay. Ich mache mal einen ganz kleinen Schnitt.
Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe. Okay, so. Also man muss da halt den auf volle Leistung setzen, den hier auf 0 und dann kann man weiter. Sehr schön. Der Intercity ohne Steuerwagen. Ab hier dann wieder 160. Okay, Langer Wehe kommt da noch, dann Eschweiler, Stolberg, Rote Erde und Aachen. Hier einer der, ja, der Hauptbauwerke der Strecke. Fragt mich aber nicht, wie es heißt. Das weiß ich auch nicht. Auch gut hier oben. Okay, 6 Kilometer. Gucken wir mal, dass wir den halt jetzt nicht komplett in den Sand setzen. Können wir hier sonst noch irgendwas machen eigentlich? Spitzensignale können wir ausmachen. Fußbodenheizung. Oh ja, bitte. Seitenheizung. Ja, bitte. Wow, das macht sogar Geräusche. Voll gut. Federspeicherbremse. Vorstandsbeleuchtung. Okay. Und hier Sand. Auch das macht Geräusche. Finde ich gut. Scheibenwischer. Knöpfe dimmen. Manometer dimmen. Und das weiß ich nicht. Ich fänd, dass es mal wieder Zeit wird für eine Strecke, ehrlich gesagt, von Rivet Games. Für. Oh, hallo. Für. Beziehungsweise aus der Schweiz. Ja, die Strecke Luzern-Zürichsee ist jetzt mittlerweile schon fast oder schon mehr als ein Jahr her. Der Release. Und seitdem kamen ja, glaube ich, kamen ja nur noch britische Add-ons. Und da finde ich ehrlich gesagt, ich hätte gerne mal wieder so eine Schmalspurstrecke aus der Schweiz. Ja, so Reiterbahn. Oder gerne auch SBB. Das wäre schon nicht schlecht. Und wir halten an.
Türen auf. Gehen wir mal raus auf den Bahnsteig. Okay, wir stehen noch vor dem Signal. Sehr gut. Aha. Hier noch so ein... Ah, hier können wir auch das Stellwerk kontaktieren. Sehr gut. Hier sind wir im anderen Führerstand. Hier ist die erste Klasse. Was wir hier machen können, wäre einmal hier die Sonnenblende runter. Damit sich der Führerstand nicht unnötig aufheizt. Ah, sehr gut. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Okay, dann einmal hier durch das Gewusel durch. Einmal hier durch den Zug. Einmal durchsprinten. Tür zu. Und hinsetzen. Tür zu. Und auf geht's. Rhein-Ruhr-Express. So, 160 sind wieder freigegeben. Hebel on the table und let's go. So, 160 sind fast erreicht. Gut, GSMR-CH ist jetzt natürlich falsch. Das wäre natürlich GSMR-D, weil wir offensichtlich nicht in der Schweiz sind. Sieht man ja, hier sind ja keine Berge. Ne? Dann ist es obviously nicht die Schweiz, weil in der Schweiz überall Berge sind. Hoch. Huiuiui. Na gut, dass er sich wieder zusammengesetzt hat. Meine Damen und Herren, der ICE verkehrt heute ohne Wagen 12 bis 15. Das finde ich aber ganz schön hier, dieser alte, verwitterte, vermoderte Bahnsteig. Und in 2,6 Kilometern heißt es auch schon wieder anhalten. Wir müssen runter auf 60. Und hier wird uns auch langsam Fahrt zu erwarten angezeigt. So, wir müssen mal ordentlich runter, wir sind viel zu schnell.
Und sind dann jetzt gleich in Eschweiler. Und bremsen. Gucken, dass wir hier unter der Bahnsteigsüberdachung anhalten. Ja, hier ist gut. Okay, hier gibt es leider keine Streckenkarten. Ja, gehen wir wieder zurück. Hier ist so ein Pringles-Automat. Sehr gut. Und eine Streckenkarte. Sehr schön. So muss das. Oh, ich höre eine 101. Wo ist sie? Oh. Kann sein, dass sie auf uns warten muss. Ja, dann mal schnell weg. Bevor der Kollege noch sauer wird. So, Tür zu. Und auf geht's. Ausfahrt mit 60. Und hinter der Weiche dürfen wir dann wieder hoch auf Geschwindigkeit. Ja, was jetzt der Fall ist, dürfen wir nicht hoch auf 120. Und haben aber Langsamfahrt zu erwarten. Also bleiben wir mal bei den 60. Weil ich nicht genau weiß, was jetzt kommt. Denn laut HUD dürfen wir eigentlich schon hoch auf Geschwindigkeit. Da wieder Langsamfahrt zu erwarten. Okay. Okay, wir dürfen ja weiterhin mit 60. Dann machen wir das auch. Ah, okay, weil wir hier einmal die Weiche über die Weiche fahren. Deshalb nur die 60.
Aber warum machen wir das eigentlich? Die ganze Industrie da vorne. Nicht schlecht. Fährt jetzt hier der Intercity an uns vorbei? Das wäre es natürlich witzig. Dann sind wir jetzt gleich auch schon in Stolberg. Können gleich mal auf die Karte gucken, ob sich der Intercity wieder in Bewegung gesetzt hat. Wir halten an. Da ist er. Da ist der Intercity. Der kommt jetzt jeden Augenblick hier an uns vorbei und hält aber dann schon wieder dort. Wir können ja mal Hallo sagen. Schade eigentlich, dass der Flirt nie wirklich serienmäßig in dieser Lackierung unterwegs war. Ich finde die eigentlich ganz schön. Da ist er. Mit der Kollegin im Führerstand. Ah, in Sandwich-Formation sogar. Wir können ja theoretisch sogar die Türen aufmachen hier, ne? Aber machen wir jetzt nicht. Okay, dann fahren wir wieder weiter. Ach, eine rote Erde kommt dann als nächstes. Okay, wir haben weiter in Ausfahrt. Wir haben weiter langsam Fahrt. Also fahren wir weiter mit 60, weil wir jetzt erstmal über die Weiche müssen. So, wenn wir einmal über die Weiche drüber sind, dann fahren wir auch wieder 100. Das können wir jetzt machen. Hier links noch ein Talent Zoo. Auf dem RE9, glaube ich, ne? Hat bestimmt auf uns gewartet, bis wir die Gleise freigegeben haben. Und wenn wir das Signal da vorne passiert haben, kann sich auch der Intercity wieder in Bewegung setzen. Warum auch immer er auf uns warten muss. Vielleicht ist sein Zeitplan, sein Timetable nicht so straff wie unserer. Ah, wir dürfen sogar hoch auf 140. Dann machen wir das auch. Und da kommt uns noch ein Rhein-Ruhr-Express entgegen.
mal durch einen Tunnel durch. Das finde ich ja schön, dass in TSW 3 die Tunnel jetzt auch Namen haben. Ja, auf Kassel-Würzburg, auf Kassel, doch ja, Kassel-Würzburg, haben ja all die Tunnel jeweils einen Namen. Und sind in 3 Kilometern dann da. Und dann dauert es dann auch nicht mehr lange, bis wir dann in Aachen Hauptbahnhof sind. Wo es dann danach wieder zurückgeht. Zurück in Richtung Köln. Führerstand wird gewechselt. Und dann wird wieder zurückgefahren. Aber das machen wir nicht zusammen. Das mache ich dann alleine. Da blinkt was. Also runter mit der Geschwindigkeit. 120. Okay. Und da kommt uns ein Zug ohne. Da ist die Lok. Noch im letzten Augenblick aufgetaucht. Okay, 100 sind angekündigt. Wir müssen jetzt eh runter mit der Geschwindigkeit, weil wir anhalten. Ich glaube, wir brauchen ein wenig hier Luftdruck hinterher. Jawohl. Aha, was ist das denn hier? Ah. Okay, das ist der Eingang in den Bahnhof. Aber wo gehen die denn alle? Das weiß keiner. Hier die Gleismagneten. Mhm. Und Tür zu. Was ich mich frage eigentlich. Ist der Sander in irgendeiner Form animiert? Moment mal, das interessiert mich jetzt mal sehr. Und zwar... Also wir hören ihn auf jeden Fall. Aber man sieht ihn nicht, ne? Verdammt. So. Gucken wir uns gleich nochmal den Sander hier an, von der Seite, mit Sonnenstrahlen. Da sieht man nichts. So. Klein sind wir auch schon in Aachen.
Und Ankündigung auf 70. Und auf 40. Da steht eine 403, ein Talent 2. Ja, nicht schlecht. Und dann können wir es langsam mal anhalten. Gucken wir mal, dass wir unter der Überdachung anhalten. Hier ist gut. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe.